Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Make-up Rocker. Jetzt wird's bunt. Heute geht es um das Thema Krise als Chance. Wir sind gerade immer noch im zweiten Lockdown und ich fange gerade an, auch Bücher zu lesen. Und eins davon war von Harald Klöckler mit dem Titel Krise als Chance. Und genau diesen Titel möchte ich gerne jetzt auch für diese Podcast-Folge nehmen, denn ich möchte mal mit dir drüber reden, warum du diese Krise auch als Chance nutzen kannst, beziehungsweise wie du innerhalb der Zeit jetzt natürlich auch potenzielle Kunden generieren kannst. Denn was passiert, wenn du jetzt vom Lockdown betroffen bist? Punkt Nummer eins ist, du musst natürlich erstmal dafür sorgen, dass du liquide bist. Sprich, Kosten senken und schauen, dass du natürlich irgendwie die Hilfen beantragen kannst und und. Also wenn du kein Geld mehr verdienen kannst, wenn du betroffen bist von dem Ganzen, musst du eben diese Maßnahmen treffen, um erstmal liquide zu sein. So. Und jetzt hast du genau zwei Möglichkeiten, die da danach kommen. Das muss erstmal jeder machen. Möglichkeit Nummer eins ist, du bist liquide, du hast deine Kosten gesenkt und du sitzt jetzt da und denkst dir, okay, na gut, dann hoffe ich mal, dass die Zeit schnell vorbeigeht und ich wieder loslegen kann mit Arbeiten. Das machen ganz viele. Punkt Nummer zwei ist, du sagst dir, okay, jetzt nutze ich einfach mal die Möglichkeit, um sichtbar zu werden. Also, du hast ja vielleicht deine Stammkunden, du hast ja vielleicht Menschen, die du begeisterst, die dir folgen, aber oder die in dein Ladengeschäft kommen, aber jetzt hast du zum ersten Mal die Möglichkeit, ganz entspannt dich um Neukunden zu generieren, also zu kümmern, Neukunden zu generieren, zu kümmern. Das war jetzt auch ein Durcheinander. Weil die meisten, zum Beispiel aus meinem Beruf, also aus meiner Branche im kosmetischen Bereich, sind so in dem Studio gefangen gewesen, dass sie gar keine Zeit mehr hatten, um kreativ nachzudenken. Also auch gar nicht, um zu überlegen, ist denn genau das, was ich tue, eigentlich genau das, was ich will, oder ist die Preisgestaltung, was ich gerne möchte, sind es die Kunden, die ich möchte, ist es der Service, den ich will. Die hatten keine Zeit, weil da war jeder Tag genau gleich und sie konnten auch großartig sich keine Gedanken machen, was die Optimierung angeht. Und jetzt hast du eben die Zeit, um erstmal nachzudenken, ja, will ich überhaupt das, was ich habe, genauso weiterführen oder möchte ich das Ganze optimieren? Nächster Punkt ist einfach auch, wenn du Werbung machst, weg von diesem Shutdown, weg von diesen Situationen, in der Regel, wie machst du Werbung? Wahrscheinlich, vielleicht schaltest du irgendwo irgendwelche Annoncen, vielleicht verteilst du Flyer, vielleicht hast du irgendwelche Aktionen, Mund-zu-Mund-Propaganda in deinem Umkreis, ja, in deiner Region. Und stell dir mal vor, du gehst in die Stadt. Ja, also du gehst in die Stadt und machst, ja, redest mit Menschen, redest mit Geschäftsinhabern und suchst dir Kooperationen. Ist ja eigentlich eine sehr schöne Idee, oder? In die Stadt zu gehen, in Geschäfte reinzugehen und mit den Geschäftsinhabern zu reden, um mögliche Kooperationen anzuziehen, weil das natürlich auch wiederum für potenzielle Kunden sorgt. Das ist eine super Sache. Und jetzt stell dir einfach mal vor, die virtuelle Welt, Social Media, ist eigentlich nichts anderes wie ein Spaziergang durch die Stadt. Du bist aktuell noch zu Hause und das Zuhause ist dein Mobiltelefon oder dein PC. Jetzt entscheidest du dich, einfach mal zu schauen, was bei Social Media so los ist. Du nimmst dein Telefon, du nimmst dein PC oder wie auch immer, loggst dich ein. Das ist der Punkt, wo du dein Haus verlässt und läufst los. Wenn du scrollst, ist das wie wenn du einfach durch die Straßen läufst. Du läufst durch die Stadt. Und dann siehst du Beiträge, die dir gefallen. Das heißt, diese Beiträge sind ja von Menschen, von Firmen akquiriert, also erstellt worden. Das sind Geschäfte, wo du sagst, hey, das gefällt mir. Jetzt gehst du ja, wenn du in die Stadt läufst, in das Geschäft rein und schaust dich um. Wie wäre es denn, wenn du einfach mal auf den Beitrag klickst und dich mal umschaust in diesem Geschäft, bei der Person oder auch natürlich bei der Firma?
Jetzt hast du ja bestimmt Fragen. Also wenn du Werbung machen willst für dich, dann würdest du vielleicht bestimmt auch mal nach dem Geschäftsleiter oder Geschäftsinhaber fragen und würdest sagen, hey, schönes Geschäft oder tolle Klamotten oder egal was, ja, was die Firma halt anbietet. Das Gleiche kannst du jetzt auch auf der Seite machen. Du kannst Kommentare hinterlassen bei den Beiträgen, was dir gefällt. Das heißt, was passiert? Du wirst aufmerksam. Also du fällst auf, du fällst auf aus der Masse, weil du die Person bist, die Beiträge kommentiert. Und die Beiträge werden ja meistens von der Firma, entweder von den Marketingleuten oder auch von den Firmeninhabern selber manuell erstellt. Also werden sie auch aufmerksam auf dich. Dann gehst du wieder raus, gehst wieder in den Feed und spazierst weiter. Dann gefällt dir wieder irgendwas. Ja, und gehst wieder in das Geschäft rein, auf das Profil, schaust, ob dir irgendwelche Beiträge, irgendwelche Dinge gefallen in diesem Laden und gibst ein Feedback. Ja, und machst wieder aufmerksam. Und jetzt stell dir mal vor, du machst diesen Spaziergang, diesen virtuellen Spaziergang ein paar Mal in der Woche. Also besser als wie nichts, besser wie wenn du einfach nur bummeln gehst und das Geschäft anschaust, aber dann einfach wieder weiterläufst. Ja, so gehst du ins Geschäft rein und hinterlässt Spuren. Und das machst du jetzt mal über einen längeren Zeitpunkt. Was passiert, wenn der Lockdown wieder vorbei ist? Menschen sind aufmerksam geworden auf dich. Vielleicht sind potenzielle Kunden darunter, die sagen, hey, das hat mir gefallen, was du gemacht hast. Vielleicht hast du dadurch neue Follower generiert, indem dass du Spuren hinterlassen hast auf anderen Plattformen. Also stell dir einfach Social Media vor wie eine Stadt. Und sobald du dich einloggst mit deinem Profil, fängst du an, deine Tür zu verlassen und einen Spaziergang zu machen durch die Stadt. Und jetzt gehst du, anstatt einfach nur zu bummeln, auch mal in die Geschäfte rein und schaust, was es da drin gibt und hinterlässt Kommentare. Dadurch wird der Inhaber und die Menschen, ja, wo in diesem Geschäft sind, aufmerksam auf dich. Und wenn du fünfmal, sechsmal, siebenmal in dem Geschäft drin warst, dann kennt die Besitzerin dich und spricht dich mit dem Namen an. Denn so ist in der Realität auch. Und so kann es auch in der virtuellen Welt zur Realität werden. Und das könnte jetzt dein Weg sein, dein Ziel, dass du jetzt hingehst und Spuren hinterlässt. Und wenn alles wieder vorbei ist, bist du die Person, wo man im Kopf hat, wo man vielleicht fragt nach Aufträgen, ja, wo man vielleicht hingeht, weil du eine tolle Dienstleistung anbietest oder wo man fragt, dass du vielleicht irgendwelche Coachings machst oder wie auch immer, je nachdem, in welchem Bereich du halt tätig bist. Aber weißt du, was ich meine? Nutz die Zeit von Corona und mach öfters einen virtuellen Spaziergang durch die Stadt und geh nicht einfach nur über die Straßen und schau dich um, geh auch mal in die Geschäfte rein und hinterlass dem Geschäftsführer auch gerne mal einen Kommentar und werde sichtbar. Und mach dich aufmerksam. Oder mach auf dich aufmerksam. So, ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen und ich hoffe, du weißt, was ich meine. Vielen Dank, dass du Teil der Make-Up-Rocker-Community bist. Rock the Make-Up und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt: Make-Up-Rocker, jetzt wird's bunt.